Hallo und herzlich willkommen bei einer zweiten Folge hier, Scrap Mechanic, oder wie man es auch nennt, Peter baut sich in den Himmel. Na was? Alter, so lang ist deine Wurst, wie passt die denn bitte in deine Hose? Na geil, ich bin schon voll hoch. Bin mal gespannt, wie hoch das geht. Also Peter testet die Welt etwas aus. Ja, du musst ja auch fliegen können, also müsste dir nach oben eigentlich relativ viel Platz hast haben. Hast du schon funktionierende Fliegedinger gesehen eigentlich? Ja, gesehen schon, ja, im Internet. Ah, krass. Eine fliegende Fliegedinger habe ich schon gesehen. Mal, ist das jetzt gegenüber? Ja. Nein, ein daneben. Zack! So, ich baue hier vier mein. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Dingen hier weiter. Dass du so hochbauen kannst oder dass man fliegen kann? Nee, dass man tatsächlich funktionierende fliegende Gerätschaft machen kann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das können wir ja später auch mal machen, wenn wir hier den Monster Truck fertig haben. Und damit die Welt unsicher gemacht haben. Ja. Nee, der ist zu hoch, oder? Alter, man kann hier. Das ist schon ganz geil. Und Peter, wie ist die Aussicht da oben? Hä? Ganz sexuell eigentlich. Weil gehe ich immer nach rechts und nach links so. Ja, Peter baut sich irgendwie wahllos nach oben. Ja, ist echt komplett wahllos. Aber ich find's geil. Aber Peter findet's geil. Und ich hoffe, eine gute Hilfe, ne? So generell auch. Ja, Peter unterstützt mich, wo er nur kann hier bei allem. Wieder zu hoch. 1, 2, 3, 4. Ja, so. So. Dabei baue ich für dich extra hier den Monster-Truck, Peter. Du kannst ja auch gehilflich sein. Ja, ich komme gleich runter. Du könntest dich ja um das Aussehen kümmern. So. Wie? Ich hoffe, das passt jetzt alles. 1, 2, 3, 4. Okay. So. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier vorhaben. Ich habe mir in meinem verrückten Ingenieurshirn ja einfach mal was überlegt. Und das muss ja auch leider nicht immer alles funktionieren, was so ein Ingenieur sich da so ausdenkt. Aber sowas habt ihr bestimmt noch nicht gesehen, liebe Leute. Das ist nämlich echt verrückt. Nein, fall runter! Oh. Oh, Peter kommt! Und hat überlebt. Oh, na, wie kommst du jetzt wieder da hoch in dein Baumhaus? Das ist eine gute Frage. Sieht ganz geil aus von unten. Peter, kannst du das erahnen, was es wird? Hast du schon gesagt, dass du einen Monster-Truck baust? Ja, aber wie das Ding funktioniert dann? Ja, das habe ich noch nicht gecheckt. Das hast du noch nicht gecheckt, okay. So. Jo, alles klar. Ich werde einfach mal in jede Ecke einen Motor setzen, weil ich glaube, wir brauchen relativ viel Power. Und wir müssen ja auch alle miteinander verbinden. Die X'e hier, mit denen die weggehen, ne? Die hast du. Warte. Was denn? Ah. Okay, ich hab's verstanden. Was denn? Ja, ist gut. Nee, nicht dahin. Wie kann ich denn nochmal eine Verbindung aufheben? Quasi wieder zurück mit Drag and Drop. Nein! Ah! Okay, aber nicht mit Rechtsklick zurück mit Drag and Drop. Nee, nee. Normal also. Zurück mit Drag and Drop. Ach, normal einfach. Okay. Das ist good to know. So. Peter, du kannst dein Chassis schon mal drumrum bauen. Was ist mit den Drehscheiben? Bei den Kreuzen quasi. Die werden von einer Dreheinheit angetrieben, glaube ich. Ja. Also ich werde hier kein Chassis drumherum bauen, solange wir nicht safe sind, dass das funktioniert. Warum nicht? Dann sieht das ja schon mal hübsch aus. Ach, du meinst, wir sollen es direkt mal testen sofort, ob es sich bewegt? Ja. Okay, dann gibt es hier einen Controller, den hätte ich gerne. Mit diesem Controller kann ich die alle steuern? Weiß ich gar nicht. Oder habe ich da die Limitierung? 3 und 4. Die sollten eigentlich alle gleich sich um. Nein. Sich um 360 Grad drehen. So. Genau. Damit das sich kontinuierlich dreht und wir das hier irgendwie einstellen können. Und dann im Loop.
Das können wir nämlich auch einstellen. So. Und das Ganze soll starten. Müssen wir das verbinden mit der Engine? Ja, okay. Damit können wir das verbinden. Und die Motoren müssen wir auch noch verbinden mit der Engine, ne? So, und das läuft dann alles. Peter, kannst du mich mal eben runterlassen? Hier runterlassen. Auf dem Boden. Damit ich mir. Du musst ja den Wagen hier mal runterlassen, damit. Damit ich was bewegen kann. Oder bau den mal eben ab. Lalalalalal! Das geht nicht alles in die gleiche Richtung gefühlt. Also, warte mal, da vorne, das eine Rad, das ist falsch. Das Rad ist falsch und das Rad ist falsch. Okay, dann wird das aber funktionieren. Sehr schön. Achso, kann auch sein, dass die in die falsche Richtung sogar sich drehen. Könnt ihr mal aufhören, sie euch zu drehen? Ja, die sind doch alle nach vorne. Ja, der ist nicht nach vorne. So rum, so rum, so rum. So rum. Nach vorne. Du bist vorne, du bist vorne, du bist vorne. Ich hab die gerade alle vier. Die vorne hier links, die waren alle falsch rum. Okay, das ist ja auch, das ist richtig, ne? Sonst passt das hier irgendwie noch nicht so richtig. Was ist denn da los? Ist irgendein Arm ist da? Oh nein! Ah, jetzt weiß ich warum. Ach, das ist ja blöde. Bei dem einen hat das irgendwie funktioniert, dass alle Arme da dran sind. Bei den anderen hat er den Arm an der Chassis gebaut. Fuck yes. Das ist blöd. Wieso dreht denn er sich immer noch? Oh, der haut mich bestimmt gleich weg hier. Keine Ahnung, es ist nur interessant, wenn man dieses Verbindungstool in der Hand hat, wie kompliziert das aussieht alles. Ist halt nicht so ohne, Peter, ne? Ja, aber ohne Witz. Hey, was ist das denn hier? Ohne Witz? Das hier. Hm? Ah, Mann, ich glaube, ich muss diese Dinger freilegen, damit sich das vernünftig dreht. Genau so. Genau, dann fällt nämlich hier die ganze Scheiße runter, die da falsch dran ist. Hier ist tatsächlich gerade mir was entgegengekommen. Kannst du die Sachen, die runtergefallen sind, mal abbauen einfach? Sicherlich ist klar. Ah, nein, das war, ach, das war das Falsche, was ich abgebaut habe. Ja, super, Sepp. Ja, sehr gut. So, das auch weg. Ich hätte doch den abbauen müssen, nicht den anderen. Damit. So. Wie komme ich denn jetzt da drauf? So, so, so. Ne, da nicht. So. So. Ah! Da das Rad. So. Jetzt haben wir hier eigentlich schon das fast fertig. Der Seite zumindest. Ah. Sepp, wie kann man denn die Farbe bei dem Paint-Tool umstellen? Mit Q. Du musst aber Q drücken. Nice. Ah, danke dir. Nice, Sepp. Ja, du kannst das schon mal anmalen, das ist so gut. Ich teste so. Farben. Oder so. Der Piece mit Grün, das war vorhin sehr cool. So, ja, Monster Truck verbinde ich irgendwie mit Blau und Rot, keine Ahnung warum. Ja, wegen America natürlich. Naja, gibt Sinn, ne? Welcome in the USA, Peter. Ja, du hast absolut recht. Ich weiß gar nicht, in Deutschland sieht man ja auch echt kaum Monster Trucks. Früher, so in den 90ern, hat man die noch mal eher gesehen. Aber heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Hier wird es irgendwie nicht. Ich habe es irgendwie lang nicht mehr gesehen. Früher habe ich immer einen in Duisburg gesehen, da fuhr einer rum. Weißt du, das ist ja unsere Straßen sind ja auch null dafür ausgelegt irgendwie, oder? Ja, es ist quasi wie ein LKW. Ja, stimmt eigentlich. Quasi behandelt. Darf halt das ist ja auch quasi ein LKW. Nicht zu groß sein. Ach so, es gibt da auch noch Bestimmungen quasi bis zu einer gewissen Größe. Ja, also bei dem, so den wir mal gesehen haben in Duisburg, schon ewig her, der war quasi, der passte gerade unter eine Ampel. Weißt du? Ah ja. Ja, das ist so natürlich groß. Schlecht, wenn du nicht unter eine Ampel passt. Ja.
Deshalb, der stand dann da quasi und war mit dem Gesicht quasi in der oberen Leuchte drin. Von daher, so. Haben wir jetzt alle fertig und ausgenommen. Ja, ja, ja. Sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus. So. Spring mal drauf und muss das all wieder neu einstellen. Kann ich irgendwie double jumpen? Nee. Ja, kannst du da unten mal raus, das mache ich dir nämlich platt. Ja, bin raus. So, jetzt können wir eigentlich drauf springen, ja, genau. Ach, Peter hat sich vorher schon die Farben angeguckt, cool. Ja, auch mit den Metallen, geil, je nachdem, welches Ding ich benutzen will. Ja, voll gut. So, die sind alle gleich geblieben. So, jetzt müssen wir nur noch die Motoren miteinander verbinden. Okay. So. Ihr müsst euch alle nach links drehen. So, und wir nach vorne fahren. Hey! Komm, ey. So, euch gucken, dass ihr hier immer den richtigen Knüppel ist. So, ihr dreht euch alle nach vorne. Okay, dann dreht euch auch alle nach vorne. Bis auf U, du drehst dich noch gar nicht. Und du drehst dich auch noch falsch rum. So. Die drehen sich jetzt alle nach vorne. So, Peter, jetzt sind wir sofort, du weit. Geilo. Hätte ich normalerweise drehen, auch so, dass quasi die Führerhäuschen der Monster Truck, sag ich jetzt mal, auf welcher Höhe sind die denn? Sind die auf der Höhe? Weiß ich gar nicht. Vorne hast du Glas? Nee, ne? Was ist das denn cooles? So Pipe. Oh, cool! Pedal! Richtig nice aus. So, jetzt müsste das eigentlich löppen. Müssen wir vielleicht noch hier die Engine mal einstellen. So auf 2. Gucken, ob 2 okay ist. Alle möglichst gleich. Ach so. Jetzt haben wir halt nur das Problem, wir können noch nicht lenken. Wie lenken wir denn hier das Ding? Oh! Das ist ja eine ganz unwichtige Frage. Hacke. Also wir können jetzt schon mal geradeaus fahren, richtig krass. Das würde ich übrigens auch mal testen wollen. Sollen wir mal eben testen? Bevor du weitermachst? Also das stimmt nämlich noch nicht, die, das ist ja gar nicht in der Mitte. Doch, ist wohl in der Mitte, oder? Nee. Ja, das Wägelchen, das hier sowieso nicht in der Mitte. Das testen wir mal eben. Mach mal eben unten das weg. Und dann testen wir mal eben, ob das löppt. Das muss ich wegmachen. Unten drunter die Hebebühne. Ach so. Komm ich nicht mehr drauf. Oh nein, da dreht sich was in die falsche Richtung. Okay, ich check's kurz ab. Die beiden rechten drehen sich, also die 2. Ach scheiße, ich hab das. Fuck, ich hab das Tool nicht mehr. Warte. Bitte? Ah, jetzt habe ich rausgeklickt. Nein! Na, da ich Windows spiele, muss ich jetzt immer. So, kann ich auch das mit der Maus? Nicht, muss ich mit der Maus machen. 1 und 2 haben sich in die falsche, also die linke Seite hat sich komplett nach hinten gedreht, dann wären wir die ganze Zeit im Kreis gefahren. So. Jetzt müsste eigentlich. Guck mal, alle drehen sich nach vorne, siehst du? Ja. So. Rein theoretisch funktioniert das. Das Problem an der ganzen Sache ist, dadurch, dass wir Reifen haben. Guck mal, wie krass das abgeht. Moment, halt mal kurz an. Ich kann auch rückwärts fahren. Oh, wie geil das ist! Jetzt bleibt er mal stehen! Das läuft halt immer einmal noch rum, glaube ich, ja. Es läuft halt ein bisschen nach. Wir könnten den auch auf nur 180 stellen. Wir müssen halt nur alle gleich stellen. Oder nur 90? War nur 90. Gucken, wie das aussieht. Das ist eigentlich auch gehen, weil wir ja im Repeat, im Loop fahren.
Scheiße, das Ding ist hier immer noch im Weg, ne? Na, ist aber okay. So, und jetzt müssen wir halt einfach nur schneller machen. Sieht irgendwie crazy aus. Oh Gott, meine ganze Konstruktion fällt! Es fällt aus der Welt, guck mal! Holy shit! Langsam das Feld, wie krass ist das denn? Oh mein Gott! Ja, Peter. Peter zerstört gerade die Welt. Holy moly. Jetzt hängt er da im Baum drin. Very nice. Good job, my friend. Finde ich ganz nice. Geilo. Okay. Ja, jetzt hängt es mitten in unserem. Naja. Du machst ja gerade weg. Ab hier. Ja, machst gerade weg. Super. was ich jetzt noch irgendwie gucken muss, ist, dass wir lenken können. Das wäre echt sexuell, wenn wir lenken könnten und nicht nur geradeaus eiern. Das könnte aber problematisch werden, glaube ich. Nee, wir müssen das ganze Ding erstmal wieder aufbocken. Jetzt habe ich gar nicht beim Fahren richtig zugeguckt, weil ich hier beschäftigt war. Das ist okay. Das können wir nachher noch feintunen, aber er fährt schon mal geradeaus. Das ist das Wichtigste. Okay, ja gut. Peter hat hier vorne Metall hingemacht, das ist eigentlich nicht so geilo. Ich wollte es halt noch anfärben, aber gut, dann machst du halt weg. Färben kannst du sowieso. Das kannst du, so, du kannst auch die anderen Blöcke färben. Ach so. Ja, aber das hat ja trotzdem eine andere Oberfläche. Ah, warte. Aber das warte, ist sowieso warte. Hier mit den Dingern ist nicht mittig. Wie ist nicht mittig? Ist es nicht breit genug oder was? Irgendwas stimmt denn nicht mit dem mittig sein. Also der Fahrerstand. Hör mal auf, gegen mich zu laufen! Der Fahrerstand ist sowieso nicht mittig. Oh, ja, auch gut. So generell, das ist nicht okay, wenn jetzt hier, pass auf. Nein. Och, nö. Jetzt haben wir den 1 zu breit. Quasi, ja, aber da machst du nix. Da machst du jetzt echt nichts mehr. Das ganze Ding nochmal neu anfangen, das wäre echt viel Arbeit. Da kann ich jetzt einfach nur nicht solche Röhren hinmachen, wie ich das halt vorhatte, aber ist ja nicht schlimm. Sisi. Wie mache ich das denn jetzt mit der Lenkung? Holy Maholi, ey. Oh nein! Was hast du denn jetzt gemacht, Sam? Kann ich das irgendwie da hinbocken und da dran machen? Ich dir nicht sagen. Kann ich das in einem packen? Ich kann das mit dem. Fuck! Oh nein, man kann auch nur immer einen gleichzeitig haben. Ein schwerwiegender Fehler, der Sebastian quasi den Verstand kostet. Ja, so ein bisschen. Ach, Menno. Man muss echt gucken, was man abbaut. Und ob da noch was da ist. Das ist wie im echten Leben, Sepp. Aber ich musste theoretisch eh neu anfangen. Hast du doch bestimmt auch gelernt, oder? Ich muss gucken, was man abbaut. Ja, das stimmt. das macht das mir jetzt ein bisschen einfacher für die Steuerung. Aber irgendwie auch nicht. So, das ist hier. Let me eben überlegen. Let me überlegen. So. Wir müssen quasi gucken, dass wir das hier gedraht kriegen und da dran machen. So. So, so, so. Aber ich weiß nämlich nicht, wie viel der Baum aushält. Brauchst du den gerade? Oh. Oh! Ich baue gerade nur ein bisschen. Eine Treppe gebaut. Eine Treppe? Was für eine Treppe gebaut? Hallo! Ah, Peter hat Adventure-Map gebaut. Ja, ist aber gar nicht so einfach. Also sowas wie Fliehkraft existiert hier auf jeden Fall.
Komm schon, ich glaube nicht. Mach es. Ja, komm schon. Nein. Ach, da hast du eine Treppe. Oh, lol. So. Boah, er kämpft. 1, 2, 3, 4. Er kämpft. Hier. So. Haben wir hier auch wieder alles? Oh, wie weit er gekommen ist schon. Die Wurst. Wer ist eine Wurst? Nee, niemand ist eine Wurst. Mann. 1, 2, 3, 4 nach unten. 1, 2, 3, 4 nach unten. So, so. Bei uns die gleiche Scheiße gleich wieder passiert. Wollen wir nicht? Oh oh. Ja, warte mal. Das müssen wir noch mit einem Kügellergeschön hier versehen. Zack. Dann können wir das freilegen. Oh Gott, es kippt. Ah, ich stehe drauf! Oh Mama! Nein! Wie konntest du das denn machen, cool. Peter? Alles cool, alles cool, alles cool. Hast du das denn geschafft? Total. Jetzt kippt's wieder. Ja, voll geil, du. Wieso ist denn das jetzt abgefallen? Hm. No! Das war doch alles verbunden, schön. Hä, hey, was machst du denn da die ganze Zeit? Machst du es wieder kaputt da wieder? Ja, ich mach echt so viel kaputt. Hä? Hat doch das schön dann gemacht. Also du versuchst das jetzt hinzubekommen, dass man lenken kann. Ja, das ist halt wichtig irgendwie. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wichtig. Was bringt uns das da, wenn wir da oben sind? Helft dir. Dann können wir das nachher nicht lenken. Aber wir sind fast fertig. So, ich muss mal eben hochfahren. Macht das. 3, 4. Du hilfst mir ganz schön geil, ey. Ich weiß. Alles schön am Anmalen. Ja, Mann, schön braun. Das hat der braune Truck. Ja, Mann. Oh, shit. So, jetzt haben wir eigentlich wieder den Zustand hergestellt. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann man ja hochbauen. Oder halt bocken, ne? Ja, aber du bist ja gerade drunter. So, ja gut. Ich möchte dich ja nicht bei deiner braunen Arbeit stören. Ja, das ist lieb. So, noch einen Motor wieder. Den setzen wir einfach hier hin und dahin. Und dann verbinden wir das ganze Mal. Oh nein. Oh, Peter. Was ist denn jetzt? Vergessen. Ich hab was vergessen. Hast du vergessen? Warte. Wenn ich das jetzt wegmache, dann fällt das aber nicht alles runter, ne? Oh! da brauchen wir noch ein Bearing. Warum fällt denn das jetzt runter? Das war da oben fest. Oh nein. Muss man das echt in einem bauen? Peter, mach mal die Reifen. Ja, mach ich. Dann muss ich mal wieder anbauen. Oh Mann. Man muss sich echt überlegen, wie man anfängt, ey. Verloren. Wie ich gerade. Ja, aber wirklich. So, also, ich hab was vergessen. Und zack, alles kaputt. Und erst hast du dich auch noch gefreut, weil es nicht kaputt gegangen ist. Ja, weil es am Anfang nicht runtergefallen ist und dann nachher doch. So fies. Das Spiel mobbt schon, mich schon hart, ey. Ja. Blame dich, Junge. Ja, das ist nur geblamed vom Spiel. Voll, ey. So, jetzt machen wir hier oben wieder. Ja, weil sind wir auch ganz gut geübt hier. Ja, die Reifen hast du da, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal dran gemacht. Also, so ist das nicht. Das klappt mittlerweile ganz gut. So, jetzt müssen wir das hier vielleicht auch direkt wieder komplett neu machen. Ja, aber ja, nur vielleicht. Nur vielleicht, ja. Wo geht der Scheiß jetzt hin? So. So. Da ein Bearing dran. Nur da und da.
Nehmen wir das alles wieder weg. Fuck. Fucking you. Okay, so klappt das auf jeden Fall nicht. Dann machen wir halt wieder alles neu. Peter hilft mir ja gern, immer alles wieder neu zu machen, ne? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, Ralf ist total schon wieder abgefahren. Boah. Auf der anderen Seite, ich krieg's halt nicht hin, nachträglich noch ein fuck! Ein Kugellager dran zu machen. Mann, ey. So. Jetzt aber. Bitte. Ende der Folge wollen wir das ganze Ding noch auch mal zum Laufen bringen. Ist das eins zu weit? Eins, zwei, drei, vier. Nee. Wir wollen ja auch lenken. Weißt du, alles andere kann ja jeder. So. Das ist richtig. Zacki, fucki. Jo. Jetzt haben wir. Das ist zum Drehen. Das ist auch zum Drehen. So. Ich muss mich mit dem verbinden. Zack. Power drauf. Brauchen die Thruster auch einen Motor? Nee, die laufen einfach so. Da kommt, aber du brauchst einen Knopf oder irgendwas, was die quasi antreibt. So rum, so rum, so rum. Ist richtig rum. So, jetzt müssen wir uns noch um die hier kümmern. So, eins ist die Seite, das ist drei. Okay, drei muss 90 Grad da und du 90 Grad da. So. Pedale. Hab ich jetzt schon alles? Peter macht sich Raketenmobil. Jetzt können die mal drauf. Geht halt mal, wa? Magst du kurz die Plattform unter mir wegmachen? Damit ich ausprobieren kann, ob das löppt. Stabilität? Kann man nur dran arbeiten. Mal geil. Sieht ein bisschen aus wie so ein aus Star Wars, so ein Racer. Ja. Mit dem mal durch die Wüste gedüst sind. Ein Podracer meinst du? Nein, nicht ein Podracer. Aber was soll ich machen, das Ding da unten weg? Einfach das Ding da unten weg. Okay. Guck mal, wie der lenkt. Also der lenkt ja, der lenkt auf jeden Fall. Der lenkt. So. Halb gleich. Ja, guck mal. Ja, also du kannst ungefähr die. Oh mein Gott. Ist quasi ein Monster Truck. Ist quasi ein Monster Truck, oder? Ich finde das schon ganz geil eigentlich. So. Wir gucken noch mal, ob wir das noch. Ist schon ganz witzig. Noch schneller geht nicht. Ja, noch schneller geht nur, wenn wir das hier ändern. Ist ja noch ein bisschen langsam. Was? Hat der Ding gerade weg? Was geht denn jetzt? Was war das jetzt? War das die Warmwertphase oder what? Was? Ich muss hier nur mal kurz was ausprobieren. Check mich ab. Okay? Ja. Ja, das funktioniert. Bin gleich wieder da. Hä, das ist doch alles. Ja, das ist nicht dran. So, jetzt aber. Moment. Go! Ja! Hui! Hey, wieso geht der immer hin? Ja, Moment, ich muss da nochmal was ausprieren. Ja, der Abstand muss halt bei allen gleich sein und der Schwerpunkt muss auch gleich sein. Das ist schon tricky. Woo! Alter. Wie behindert ist das denn? Ja, da durch die Gegend speedet, ey.
Mega sexuell. Oh yeah, was haltet ihr von meinem Offroad Monster Truck und von Peters Star Wars Racer hier? Das ist doch der Shit. Und damit beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß hier bei Scrap Mechanic mit dem guten Peter und... Haut rein. Hallo. Tschüss. Ciao.